Unsere Firma hilft Kunden, Fehler zu finden. Unsere Kunden sind Mikrochip-Entwickler. Ja, also wir helfen Firmen wie Intel, Apple, AMD, Fehler in ihren Prozessoren, Grafikkarten oder Speichern zu finden. Was ich fand, was uns sehr gut geholfen hat, zumindest mal für die ersten Monate, war wirklich der Businessplan und einen Businessplan zu erstellen, weil man in so einem Businessplan-Erstellung zumindest mal alle Aspekte, die für eine Firma wichtig sind, irgendwie beleuchten muss. Hatte eh schon länger die Idee, mich mit meinem Promotionsthema selbstständig zu machen. Also so das Klassische, ich mache jetzt 2 Jahre lang Bootstrapping mit irgendwie 1.000 Euro im Monat, war für mich keine Option, weil ich auch wüsste, damit wäre ich persönlich nie glücklich geworden. Und deshalb war ich schon so ein bisschen auf der Suche, okay, wo kann denn Geld herkommen, um quasi da weiterzumachen. Und ja, habe das dann durchgelesen und dachte mir, der Exist-Forschungstransfer, der passt ja perfekt zu uns, der ist genau dafür gedacht, für quasi die Übergangszeit zwischen abgeschlossener Forschung und Industrieanwendung. Der Kontakt dann zum Gründungsbüro in der Universität ist quasi erst entstanden, als ich mich näher damit beschäftigt habe, die Richtlinien gelesen habe und gemerkt habe, okay, ich kann das jetzt nicht einfach so freihand quasi beantragen, sondern muss dann quasi erstmal Kontakt mit meiner Universität aufnehmen. Das läuft dann quasi alles über den Channel des Gründungsbüros. So prinzipiell kann man sagen, jeder, der irgendwie Lust hat zu gründen, würde ich sagen, ist der Forschungstransfer die beste Art und Weise einzusteigen, weil man bekommt quasi freies Geld, ja, also man verliert keine Anteile für sein Geld, was später dann, wenn man nochmal Geld braucht, von Investoren nie der Fall ist. Also man muss immer ein Stück von seinem eigenen Kind abgeben. Der Forschungstransfer ist eigentlich meines Wissens nach die größte Förderung, die es in Deutschland gibt für Startups, speziell für Startups aus dem Tech-Bereich, die oft Probleme haben, hochvolumige Förderungen initial zu bekommen. Ja, aber fraglich ist, wird das Projekt scheitern? Finden die Kunden? Können die Geld damit verdienen? Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Deshalb ist meiner Meinung nach der Forschungstransfer für Deutschland und den Deep Tech Standort eigentlich die beste Förderung, die man bekommen kann. Und jeder, der irgendwie Lust hat zu gründen in dem Bereich, sollte sich auf jeden Fall bewerben. Also ich kann direkt vorne wegnehmen, ohne die Hilfe des Forschungstransfers wäre das Projekt wahrscheinlich nie gestartet. Aber jetzt mal unabhängig von dem Gehalt, was man bekommen hat, hat der Forschungstransfer uns auch zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, ja, für Investitionen in die Unternehmen. Also wir konnten uns Rechner kaufen, wir konnten zu Messen fahren, wir konnten Vertrieb machen, wir konnten Leute anstellen, die andere Sachen für uns machen, sodass wir einfach durch das Investitionskapital einfach an Ressourcen rangekommen sind, die wir sonst halt nie gehabt hätten. Und ohne die wir im Endeffekt auch wahrscheinlich nicht da wären, wo wir heute wären, weil die eine Messe, zu der wir gefahren sind, hat uns im Endeffekt als großer Türöffner gewirkt und hat es im Endeffekt alle Kunden gebracht, die wir heute haben. Und ohne das Geld, das wir bekommen haben für die Messe, wären wir halt auch nicht dahin gefahren und wären im Endeffekt ja, wahrscheinlich heute nicht da, wo wir jetzt sind. Also das beste Netzwerk, was wir eigentlich dadurch bekommen haben, war eigentlich das Netzwerk innerhalb von Kaiserslautern. Durch das Gründungsbüro wurden wir dann quasi auch mit den ganzen Startup-Initiativen, die es hier in der Gegend gibt, vernetzt. Ja, wir sind froh, dass wir hier jetzt gut vernetzt sind in der Stadt, wenn wir irgendwas brauchen. Ja, wissen wir, mit wem wir sprechen können. Ja, wir haben immer die Möglichkeit, ja, auch an andere Startups heranzutreten. Also es ist einfach schön, ein lokales Netzwerk zu haben, aber auch zusätzlich die ganzen Informationen über die Workshops zu bekommen. Ja, Tipp, den man jemandem geben kann, sucht euch ein gutes Team. Meine klassische Aufteilung ist Techniker kombiniert mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen oder Know-how.